Ja, hier treiben wir sie vor uns her in diesem Konflikt, den er uns ja aufgehalst hat, dieser Herzog Gottfried von Neustrien. 85% haben wir jetzt schon erreicht und es wird jetzt auch hier immer weiter hochticken und eventuell wird es hier sogar nochmal zu einer Schlacht kommen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Gut, lassen wir einfach mal weiterlaufen. Ja, sie laufen hier entlang. Und wir bleiben ihnen auf den Fersen. Natürlich die Frage, was wir jetzt hier noch, ob wir jetzt noch eine Belagerung überhaupt starten müssen. Ich denke schon. Ja, 87%, das geht halt nicht schnell genug. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier haben wir ja eine Festung, Festungsstufe 3. Jawohl, die könnten wir eigentlich noch versuchen zu erobern. Da möchte er jetzt da unten rum. Kann man denn nicht einfach hier lang gehen? Wir können aber auch da rumlaufen, das macht eigentlich nichts. Ist immer nur doof, wenn man hier eine Schlacht direkt führt. Weil es halt nach einer Furtüberquerung hat man auch immer einen gewissen Malus. So. Jetzt begibt er sich nach da oben. Kommt tatsächlich hierher. Mal sehen, ob wir uns da treffen können. So, was ist hier passiert? Seid gegrüßt, Graf Jocelyn von Amiens. Es würde mich entzücken, wenn euer Sohn Louis meinen Hof in Treuil besuchen könnte, um seine Gleichgesellten zu treffen. Ich lade jeden von Rang und Namen ein. Was ist das für ein... Ah, hier. Ja, natürlich wird er da sein. So, der soll mal mit anderen Kindern spielen, unser Sohn. Während wir uns hier diesen Kriegsangelegenheiten widmen. Und ich glaube, es kommt hier sogar zur Schlacht, ne? Ja. Das ist ganz gut, weil dann brauchen wir höchstwahrscheinlich... Also ist ja eigentlich hier nur eine Formsache, deswegen habe ich hier jetzt nicht weiter drauf geschaut. Brauchen wir vielleicht gar keine weitere Belagerung durchführen, ja? Ja. So, und wir können jetzt hier diese Forderung durchsetzen. Jetzt wollen wir erstmal sehen, wie sich das hier auswirkt. 81 Goldmasse an uns bezahlen, hervorragend. Dann bekommen wir hier auch noch 400 Ruhm dazu. Ja, Prestige. Und wir erhalten persönlich auch nochmal 40 Prestige. Okay. Beziehungsweise hier verbündeten Teilen 400. Also müssen wir jetzt noch irgendwie 800 bekommen, kann das sein? Gucken, wie viel jetzt hier tatsächlich draufkommen. Okay, an den ekelhaften Jocelyn möge euch Weisheit stets fremd bleiben. Ich weiß, wann ich besiegt bin. Es scheint, es blieb mir keine andere Wahl, als euren Forderungen zuzustimmen. Okay, jetzt hier eigentlich 40, ne? Aber da steht 400. Aber wir haben jetzt, glaube ich, nur 40 dazu bekommen. Das ist ja eigentlich nicht so nett. Gut, wie ist die Schlacht hier ausgegangen? Boah, nur 33 Verluste und 481 auf der Gegenseite. Das ist ja enorm. Gut. Jetzt muss ich mal sehen... Wir haben ja noch, hatte ich gesagt, andere Ansprüche, die wir eventuell geltend machen könnten. Und wir sollten aber schauen, wie lange wir noch die Söldner eigentlich haben, ja. Die könnten wir hier jetzt auch noch nicht verlängern. 18 Monate noch. Das ist vielleicht ein bisschen kurz. Und wir haben hier persönlich ja diesen Anspruch auf diese Grafschaft hier. Müssen wir mal schauen, wer da herrscht. Das war derjenige hier. 988 Mann hat der. Und der war aber auch verbündet mit noch mit einigen anderen. Wenn man jetzt hier einfach mal drauf geht, Krieg erklären, also könnte man auch nicht. Die Armeen sind ausgehoben. Jetzt können wir doch eigentlich alle auch mal auflösen kurz. Jawohl. Lösen sich jetzt auch die Söldner mit hier auf? Sieht fast so aus, ne? Ja, und bevor ich klicken kann... Gibt es hier schon das nächste Ereignis. Das Recht des Klerus. Mein Gefangener Jacko rezitiert mit schwacher Stimme eine Passage aus seinem heiligen Buch und schweigt dann. Jacko ist ein Mitglied des Klerus, stellt Suffraganbischof Arnul mit bösem Blick fest. Daher muss er auch in die Obhut des Klerus überführt werden. Ja, aber mit dem verstehen wir uns immer eigentlich überhaupt nicht, ja. Was ist das denn hier für einer? Weil der hier jetzt sehr unbedeutend ist, glaube ich. So, ihr lasst mir keine Wahl, könnten wir jetzt sagen. Wir lassen ihn einfach frei.
Stolpert nicht auf dem Weg nach draußen. Okay. Hier könnte man halt versuchen, ihn zu töten, während er nach draußen geht. Okay. Er ist mein Gefangener und bleibt im Kerker. Wie würden wir hier handeln? Ich weiß nicht, ob wir unseren Gefangenen jetzt einfach so davonkommen lassen würden. Aber zwischen diesen beiden hier würde ich es doch gerne mal auswürfeln. Sich dem hier zu beugen, das sehe ich nicht so, dass er da so handeln würde. Okay, dann würfeln wir mal. Und ich würfel eine 6. Er sagt, er ist mein Gefangener und bleibt in meinem Kerker. So soll es bleiben. Ja, Verhältnis verschlechtert sich noch weiter. Jetzt könnten wir hier noch Lösegeld fordern von einigen. Gucken wir mal, wen wir da haben. Dieser hier, Graf Guspert von Evreux. Ja, also eigentlich mag er natürlich hier seine Gegner leiden sehen, ja. Aber würden wir, weil wir ein Sadist sind, jetzt jeden einfach pfählen? Ich glaube nicht wirklich, oder? Weil wenn wir hier nochmal, Moment, in diesen Lebenswandelbaum schauen, dann haben wir hier das Habgierig ausgewählt und dadurch haben wir ja auch diese Eigenschaft habgierig bekommen. Das würde ich jetzt auch mal so interpretieren, wenn es halt ein ordentliches Sümmchen gibt, dann würden wir hier auch etwas verlangen. Jetzt gucken wir mal, auch hier dasselbe. Ich weiß jetzt nicht, ob das derselbe Graf war, von dem wem wir das fordern. Aber, und hier könnte man verschwendet schwaches Druckmittel gefallen gegen König Charles. Und er bezahlte uns 80. Ha. Ja, wodurch haben wir das eigentlich denn bekommen, dieses Druckmittel? Ein Gefallen. Ach, weil wir ihnen in dem einen Krieg geholfen haben. Er hat uns aber eigentlich auch geholfen. Und wir müssen ja überlegen, wir waren nie einer, der dem König gehuldigt hat. Das war eh jetzt nur so ein Zweckbündnis. Ja, auch hier, wir cashen jetzt hier ein, so richtig. Gut. Das heißt, hier müsste jetzt so richtig Gold eintreffen und wir könnten unsere Söldner dadurch natürlich auch verlängern. Vielleicht hatten wir das auch so noch ein bisschen im Hinterkopf. Gut, also dieser Anspruch hier ist die Frage, wie stark die Mitverbündeten hier sind. Ja, die waren viel zu stark. Aber wir haben ja auch noch hier diesen Graf Sigismund. Und vielleicht erinnert ihr euch, der hatte uns ja gefragt oder wollte uns Geld anbieten, für einen Waffenstillstand. Und das haben wir abgelehnt. Und das hier ist ja auch ein Anspruch unseres Sohnes. Schauen wir nochmal rein. Von Nicolas de Chatillon. Hat er die jetzt nicht mehr? Doch hier, diese Grafschaft von Rethel. Und das müssen wir doch jetzt... Wobei das hier irgendwie als durchgesetzt dasteht, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, müssen wir. Aber es wäre wahrscheinlich Kriegsgrund. So, schauen wir mal. Krieg erklären. Ja, die Ansprüche von ihm. Und hier sieht man aber, oi. Der hat halt Verbündete, die sind recht mächtig. Diesen Herzog Odoka von Flandern, mit dem wir uns ja aber eigentlich sowieso nicht richtig verstehen. Gräfin Gunhilda von Straßburg. Mit der haben wir jetzt nicht wirklich was zu tun. Okay, haben wir noch irgendeinen anderen Anspruch? Nochmal reingucken. Grafschaft von Guinness. Guin, so in der Art. Und das ist aber wieder dieser eine Herzog hier, ja. Wenn wir dem jetzt hier den Krieg erklären würden, dann ist doch wieder dasselbe. Bricht den Waffenstillstand. Da haben wir jetzt sogar noch einen Waffenstillstand mit diesem Herzog hier. Ja, und der ist ja auch wieder halt... mit dem Graf Sigismund verbündet. Ist nicht so einfach. Könnten wir denn hier noch weitere Söldner anwerben? Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, ja. Schauen mal. Noch hier so eine Kompanie. Nochmal 700 Mann drauf. Das ist aber ziemlich übers Knie gebrochen jetzt hier. Ich glaube, es ist eine zu knappe Kiste. Dann werden wir jetzt erstmal hier
uns wieder um die internen Angelegenheiten kümmern, versuchen hier diese Kontrolle zu erhöhen in Lille. Das sagen wir gleich mal unserem Sohn, dass der sich darum kümmern soll. Und ja, jetzt nutzen wir halt hier nicht weiter unsere Söldner aus, aber dann ist dem halt so. Jetzt haben wir hier noch mehr Gold bekommen. Und Heimkehr eines Kindes, ja, unser Sohn ist wieder heimgekehrt, unser Zweitgeborener hier. Hat jetzt keine weiteren Eigenschaften entwickelt, aber ich will mal sagen, hier ein 11er Kampfgeschick als Kind, das ist doch nicht schlecht, oder? Der ist ja stärker als manche Ritter von uns. Gut. Ja, unser... Hier können wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen schneller laufen lassen. Das dauert hier jetzt noch ewig mit dieser Kontrolle. Wenn wir hier nochmal in den Rad schauen, also 66, das sieht ja ganz übel aus. So, aber es gab noch eine Sache, die ich ja auch schon vorhatte, voriges Mal. Und zwar hatten wir ja Verwandtschaft, einmal diesen Laurence de Chatillon, diesen Gärtner, der ein ziemlich, ja, guter Verwalter war. Und den würde ich eigentlich gerne zu mir an den Hof holen, um ihn in meinen Rat zu holen. Kann ich das denn hier irgendwie machen? Ein Rat, er wird nicht annehmen, das kann doch nicht sein, weil er zurückhaltend ist. Ha. Und die Meinung ist schlecht von ihm. Okay, vielleicht unterhalten wir uns einfach mal. Wir haben vielleicht einen Briefwechsel mit ihm. Und der Hintergrund ist ja folgender. Dieser hier, dieser Bürgermeister, der wollte uns ja erpressen hier. Ja, mit unserer angeblichen Kindesabstammung, die nicht so ist, wie sie in den Büchern geschrieben steht. Wir sollen angeblich ein Bastard sein. Und das haben wir natürlich immer noch im Hinterkopf. So, jetzt sollten wir aber wahrscheinlich auch nochmal in unseren Kerker schauen, ob wir da nicht noch irgendwas anderes machen können. Wir haben jetzt hier immer noch 5 Gefangene. Der bleibt halt in unserem Kerker. Jawohl. Und wir haben jetzt noch andere drin. Würden wir irgendwas mit denen anstellen? Können wir hier noch ein bisschen was verlangen? Nee, geht überhaupt nichts, ne? Ja. Und ich denke, hier freilassen bringt das auch nicht. Wir sind sadistisch. Wir lassen die einfach hier im Kerker versauern. Und ich hatte ja so ein bisschen gesagt, wenn er jetzt irgendwie sich schlecht fühlt, sehr angespannt ist oder so, dann juckt es ihn da in den Fingern und dann würde er ja nochmal mehr in den Kerker schauen. Was wir jetzt aber tatsächlich mal machen könnten hier mit 350 Einnahmen, ist hier in unserer Hauptstadt eigentlich mal etwas auszubauen, würde ich sagen. Und da haben wir jetzt Holzfällerlager, Jagdhütten, Zunfthäuser. Mhm. Gibt es da noch irgendwas anderes, was wir machen könnten? Hier ist ein Dorfzentrum. Das könnten wir verbessern. Oh, das kostet aber gleich 550. Das ist aber ganz schön. Oder hier halt bei der Burg, ja. Ich meine, wir wurden oft von fremden Mächten belagert. Das heißt, ich würde sagen, wir würden wahrscheinlich hier Wälle und Türme mal errichten. Das können wir eigentlich mal machen. Jawohl, das würde 2 Jahre dauern. Und dann haben wir da schon mal ein bisschen was investiert in unserer Hauptstadt. Das haben wir jetzt ja noch gar nicht gemacht und eigentlich sind wir ja, wir haben ja diesen Perk des Architekten. Nur bisher hatten wir natürlich nicht diese finanziellen Mittel, um das auch wirklich durchzusetzen oder sinnvoll zu benutzen. Ja, und dann zoomen wir doch hier vielleicht mal raus und schauen mal. Großes Westfranken, Wessex, das sieht alles noch relativ identisch aus, würde ich sagen, nur mit kleinen Änderungen. Und jetzt vergeht hier so ein bisschen die Zeit. Seid gegrüßt, Graf Jocelyn von Amiens. Es würde mich entzücken, wenn euer Sohn Louis an den Hof in Provence kommen würde. Schauen wir mal, wo das ist. Auch hier, natürlich wird er da sein. Kann er ruhig machen. Aber wir werden hier immer mal diesen Grafen hier noch im Auge behalten. Ich meine, vielleicht hat er ja nicht so lange mehr sein Bündnis, dass wir das vielleicht nochmal irgendwie ausnutzen könnten. So, der ist jetzt wieder heimgekehrt. Und wir schauen nochmal, hat sich da wieder was getan? Nö, hat keine Charaktereigenschaft hinzubekommen. Ja, der Vertrag läuft jetzt bald ab, das ist schon klar. Okay, und jetzt ist auch gleichzeitig hier... Was ist denn hier passiert?
Jocelyn kann heiraten. Das ist, hat irgendwer sein Kind jetzt so benannt? Euer Enkel Jocelyn. Oh, jetzt muss ich doch aber mal schauen. Wer ist hier der Vater? Von unserem Sohn, unser Enkel, kann heiraten. Ja, das ist doch was. Jetzt müssen wir uns mal was überlegen. Gut ist natürlich immer Bündnismacht. Mal sehen, ob es da irgendeine Partie gäbe. Wen haben wir hier? Bürgermeisterin Alinor. Er ist jetzt aber erst 16 geworden. Die ist halt 25 schon. Okay, also wie wir ja schon sehen, nach Bündnismacht brauchen wir gar nicht zu sortieren. Da gibt uns niemand was. Das heißt, wenn man nicht nach Bündnismacht geht, guckt man vielleicht... Ja, Prestige natürlich. Direkt der Rang, okay, da ändert sich nicht viel. Prestigezuwachs. Wen haben wir denn da? Eine Karlingerin. Ja, das wäre natürlich was. Aber das ist auch nur eine Wandernde, ne? Die hat jetzt nun mal gar nichts. Keine Ländereien. Okay, wobei, die haben halt selten hier Ländereien, ja. Wenn jetzt mal nach Relevanz geht. Hier, die hätte noch Ansprüche eventuell. Nach sowas könnte man natürlich auch immer filtern. Ja, aber ich denke, wir gehen mal nach Prestigezuwachs. Und die wäre jetzt hier 15. Almodis Carling. Dann schauen wir doch mal. Wer da drüben? Oh ja, vielleicht durch die Korrespondenz hier mit unserem Verwandten. Haben wir irgendwie von der erfahren. Dann gibt es natürlich noch Dorothea Carling Baden. Und die hier werden dann immer jünger. Das heißt, zwischen den dreien müssten wir uns hier entscheiden. Und wir gucken jetzt mal ein bisschen auf ihn. Er ist jetzt unersättlich, hinterlistig und gesellig. Arrogant, eigenwillig, geduldig. Geduldig, unersättlich und rachsüchtig. Ja, dieses Unersättliche, vielleicht haben sie sich da richtig verstanden. Dann würde ich doch mal zu der hier fast tendieren. Wobei wir wahrscheinlich auch gucken sollten, wie viel Prestige es hier dazugeben würde, ob das eine wesentlich prestigeträchtiger ist als das andere. Also hier würde es 800 geben. Und hier würde es auch 800 geben. Ja, was mich noch interessiert, die hier oben vorgeschlagen wird, da würde es 300 geben, ja. Aber die ist ja auch einfach nur ein Gast von irgendwem. Nee, dann machen wir das so wie gedacht. Wir gehen nach Prestige und wählen uns die hier aus. Die ist jetzt 14. Oh, die sind verwandt miteinander sogar. Könnten inzüchtig sein. Das habe ich jetzt aber gar nicht bedacht. Das finde ich etwas merkwürdig, ehrlich gesagt. Obwohl, wir hatten ja auch Carling Baden. Stimmt eigentlich, ne? Jetzt gucken wir mal, wer ist denn hier... Wer sind denn hier die Eltern? Prinz Adalbero, Beatrice, König Ludwig der Jüngere, okay. Ja, hier sehe ich das jetzt irgendwie nicht. Amalia, komisch. Aber würden wir danach gehen? Wie sieht das hier bei ihr aus? Da ist jetzt nicht der Fall. Na, okay. Dann machen wir das so. Die wählen wir aus. Vorschlag abschicken. Und dann schauen wir mal, ob das angenommen wird. Ja, schade, dass da jetzt kein großes Bündnis möglich war, aber das ist nun mal einfach nicht immer möglich. An den aufmerksamen Jocelyn allzu gern nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an. Genau. So, und die war hier noch neugierig, weil die noch nicht volljährig ist. Geduldig, eigenwillig, arrogant, alles klar. Und auch recht gebildet. Ausgezeichnet, da haben wir das auch erledigt. Und der Waffenstillstand ist hier ausgelaufen. Zu diesem Herzog, aber man sieht, der hat 2800 oder 2900 Mann. Oh, das schwankt hier doch stark. Ist der irgendwie gerade in einem Krieg? Und ich sehe gerade, der ist doch hier jetzt gerade nicht mehr verbündet mit Sigismund. Hat sich das jetzt eben gerade hier aufgelöst? Ist der Sigismund gestorben? Da aber das sieht fast so aus. Der ist gestorben. Hier herrscht jetzt Gräfin Stierkamp.
Stephanie. Ein Albino. Hervorragender Ränkespieler. So. Und schauen wir mal, wie stark die jetzt hier sind. Ja. Nicht stark. Das ist mein Timing. Und hier würden wir, denke ich, den Krieg erklären, um diesen Anspruch von unserem Sohn durchzusetzen. Das machen wir auch direkt. So, und jetzt müssen wir aber nochmal schauen. 4 Monate verbleiben nur. Wir könnten jetzt die Bretonenkompanie könnten wir verlängern. Wir könnten aber auch schauen, ob wir jetzt irgendwen anders noch nehmen. Ne, die sind hier schon angeworben. Ja, gut, dann würden wir das einfach mal verlängern. Die haben uns ja gute Dienste geleistet. Da waren wir da wahrscheinlich recht zufrieden. Können wir das direkt nochmal anklicken. Das machen wir einfach mal verlängern. Und jetzt werden wir alle Truppen ausheben. Dann werden wir vielleicht das hier nochmal verlegen. Und zwar einfach in unsere Hauptstadt hier drüben. Und hier alle ausheben. Heben Sie sich jetzt auch gleich noch die Söldner mit aus. Mal gucken. Müsst ihr eigentlich. Ja, 1400 Mann. Okay. Und was ich hier auch nochmal machen würde, ist im Rat sagen, er soll doch mal bitte mal die Armee organisieren. Okay. So. Unser Sohn führt auch die Armee an, um seinen Anspruch hier auch mit durchzusetzen. Und da unten sind sie. Jetzt können wir nochmal schauen. Wir könnten hier unseren Verbündeten noch mit in den Krieg rufen. Der hatte aber damals auch keine Mann. Nee. Zudem haben wir sowieso eigentlich nicht so ein gutes Verhältnis. So, und jetzt rücken wir einfach mal vor hier. Und rücken direkt gen Hauptstadt vor. Und die haben 1400 Mann. Das bedeutet, die haben sich doch jetzt hier Söldner besorgt, oder? Kann das sein? Das muss so sein. Die haben bestimmt diese Bogenschützen. Ja, diese 331. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Vielleicht sollten wir hier noch kurz warten. Wird unsere Armee jetzt hier eigentlich noch verstärkt? Ich gucke mal oben. Ein bisschen, ein paar Aufgebote könnten noch dazukommen. Aber das war's dann auch. Gräfin Gunhilda von Straßburg ist einem Krieg beigetreten. Dritter amiensischer Krieg um den Anspruch. Ja, ja. Der dritte ist es schon. Und wer ist das hier eigentlich mit 299 Mann? Na gut, das ist jetzt nicht viel, aber hier macht fast alles was aus, ja. Wenn wir jetzt hier drauf gehen würden, würde uns hier sogar ein Sieg prophezeien. Vielleicht probieren wir es mal aus. Ich meine, unser Sohn hier selbst, der ist ja auch arrogant, ein religiöser Eifriger übrigens und tapfer. Das heißt, der traut sich das vielleicht zu und wir haben ihn halt diese Aufgabe hier übertragen. Wir werden sehen. Dann zeig mal, was du gelernt hast. Ein Ratschlag. Ich schlendere durch die Marktstände von Amiens und eine schwere Geldbörse zieht meinen Gürtel nach unten. Wie setze ich diese Münzen am besten ein? Oh, das ist jetzt ihm aber hier ein bisschen zu Kopf gestiegen. So viel haben wir doch gar nicht mehr. Ich bewundere die Waren eines örtlichen Steinmetzes. Perfekte Geometrie ist eine solide Investition, als meine Ratspitze Bürgermeisterin Theodorat plötzlich an meiner Seite steht. Ja, die kann uns leiden, die mögen wir aber gar nicht. Das sollten wir bedenken, vielleicht bei der Entscheidung. Darf ich euch einen Ratschlag geben, mein Lehnsherr? Sieht euch die Schmiede dort drüben an, seine Waren mögen einfach sein, aber das Potenzial ist überwältigend. Ich investiere in eine Steinmetzwerkstatt. Ich investiere in die Schmiede. Ich mache einen schnellen Gewinn. Mit ein paar schlauen Geschäften. Ja. Ich glaube, wir würden jetzt in dem Sinne nicht auf sie hören. Wir können sie gar nicht leiden. Wir würden jetzt wahrscheinlich sogar aus Trotz einfach die Steinmetzwerkstatt hier wählen. Da würden wir 25 verlieren. Und was erhalten wir dann? Dieser Charakter hat einen Steinmetz investiert. Gebäudebaukosten gehen runter. Na gut, das nützt uns jetzt persönlich natürlich gar nichts mehr. Aber ja, dieser zweite Punkt wahrscheinlich dann schon. So machen wir das.
Und jetzt kommt es hier gleich zur Schlacht. Wir verlangsamen mal ein bisschen. Und werden wir mal sehen. Okay. Hier unten, diese 200, 300 Mann müssen jetzt wahrscheinlich gleich dazukommen. Und die Schlacht von Rethel. Ja. Und da schauen wir doch nochmal genau. Wir haben halt hier Reiterei. Und das findet auf der Ebene statt. Deswegen ist das auf jeden Fall gut so. Die Bogenschützen nützen in dem Fall hier nicht viel, weil sie halt von unserer Reiterei hier gekontert werden. Sie haben ja auch 8 Ritter. Bouchard mit 23 Kampfgeschick. Das ist natürlich ein Wort. Und wir haben auch 8 Ritter. Ja, und schaut mal da unten. Roger mit 0 Kampfgeschick. Gut. Und hier, man sieht es, Jocelyn, unser Enkel, kämpft auch mit. Dann schauen wir nochmal, wie sich das hier entwickelt. Vorteil 3 zu unseren Gunsten. Ja, da kommen die 299 Mann dazu. Ist jetzt halt die Frage, ob sich das jetzt, ob die noch rechtzeitig kommen. Es könnte sein. Oh, oh. Plus 3, wir sind halt leicht im Vorteil. Oh, unser Ritter Ammer, der sich uns angeschlossen hat, der konnte wieder einen Gegner verwundern. Unser Schwertmeister. Und unser anderer Ritter wurde jetzt verwundet von Bouchard. Ja, es geht jetzt hin und her. Ja, unser ungeliebtes Ratsmitglied kämpft halt auch mit. Der wurde jetzt auch verwundet. Ich meine, für den würden wir jetzt vielleicht nicht die Daumen drücken. Ja, und hier hat er gleich wieder was verpatzt durch seine fehlerhafte Verwaltung. Den können wir gar nicht leiden. So, Verlobte können heiraten. Das sind jetzt die beiden. Ja, jetzt hier mitten in der Schlacht, aber natürlich Vorschlag abschicken, dass das auch losgeht. So, und die heiraten jetzt auch. Okay. Also hier bleibt es spannend. Wir sind jetzt natürlich hier überlegen. Wir haben auch immer plus 5, ja. Der Kriegsführungswert ist auch einfach besser hier. Mir sieht 17 und hier 12, beziehungsweise 7. Aber hier dieser 12er Wert wird halt angegeben, weil sie die eigenen Truppen anführt. Schauen wir mal, ob wir das hier vorher noch reißen können oder ob die dazu stoßen. Unser Ritter Nicolas de Chatillon konnte Gouchard verwunden. Sehr gut gemacht. Unser Sohn. Und ist jetzt fast entschieden, aber sie kommen noch dazu. Sie kommen noch mit rein. Plus 6 haben wir jetzt hier. Jetzt haben wir hier nicht mehr so gute Konter, oder? Die hier werden gekontert vom gepanzerten Fußvolk. Er konnte Karl erschlagen und wir können diese Schlacht für uns entscheiden. Und gleich ein Kriegsstand von 100. Ja, weil wir sie persönlich hier gefangen haben. Wunderbar. Das hat sich ja jetzt schnell hier entschieden. War aber wirklich knapp. Wir sollten hier vielleicht nochmal kurz reinschauen. Also 333 Mann gestorben bei uns, 539 auf der Gegenseite. Und jetzt schauen wir hier mal zu den Rittern hinein. Ja, also dieser Bürgermeister hier, der hat natürlich hervorragend gekämpft. Ist jetzt halt auch unser bester Kämpfer. Ja, 66 Mann. Ammer 55, Nicolas 51. Jawohl. Jetzt gucken wir hier aber nochmal, wer hier auch alles noch mit verwundet wurde. Auf unserer Seite eigentlich nicht besonders. Gut, und hier konnten wir natürlich die Gräfin gefangen nehmen. Alles klar. Wir setzen das jetzt durch. Forderung erzwingen. An den ekelhaften Jocelyn mögen eure Jahre kurz und elend sein. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hatte. Um dieses Blutvergießen ein Ende zu bereiten, werde ich euren Forderungen nachgeben. So sei es. Wir lösen natürlich unsere Truppen auf. Und was ist hier oben? Ein freier Ratsposten. Ah ja, natürlich. Unser Sohn ist jetzt natürlich selbst hier Graf Nicolas von Chatillon geworden. Und hier sehe ich doch eine ganz bemerkenswerte Ähnlichkeit zum Großvater, ja, als der noch jung war. Vielleicht erinnert er euch noch. Der Graf Béranger.
tritt da jetzt in die Fußstapfen, ist selbst jetzt ein Graf geworden. Hier ganz unabhängig von uns. Ja, darüber habe ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so doll Gedanken gemacht. Der ist ja jetzt auch hier gar nicht mehr dabei. Der hat jetzt hier diese Grafschaft für sich. Wie sieht das jetzt eigentlich mit dem Erbe aus? Da müssen wir doch mal reinschauen. Oder kriegt der jetzt nur hier das eine und das andere nicht? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Moment, wo kann ich das nochmal nachsehen? Und zwar hier bei Reich und bei Nachfolge. So. Und hier gäbe es eine Bundteilung, genau. Und er würde hier die Grafschaft von Amiens bekommen und die Grafschaft von Clermont. Okay. Und Louis würde die Grafschaft von O bekommen und die Grafschaft von Lille. Okay, aber er würde ja seine hier auch noch zusätzlich behalten. Ja, er hätte dann hier drei Grafschaften. Alles klar. Wunderbar. Ja, wie das dann natürlich zwischen den beiden abläuft, das könnte sich jetzt schon bei Zeiten zeigen. Gesundheit schlecht, er hält noch durch mit 64 Jahren. Es bleibt spannend. Alles weitere dann in der nächsten Folge. Bis dahin.